Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Bierkoch. Wir haben Rhabarberzeit. Wir machen heute mal einen Rhabarberkuchen. Das Rezept ist wieder in der klassischen Form und in der veganen Form vorhanden. Ich mache es jetzt heute mit Eiern und erzähle ich auch den Eiersatz dazu, den ihr dann verwendet. Und die zweite Zutat ist halt Butter oder Margarine. Ihr entscheidet, was ihr wollt. Was brauchen wir noch außer Rhabarber? Eier. Für die Veganer unter euch, ihr nehmt ein Teil für einen Eiersatz, ein Teil Sojamehl, ein Esslöffel und zwei Teile Wasser. Ne? In der Beschreibung findet ihr das ja auch noch. Dann Margarine oder die Butter. Das ist jetzt auch Margarine, ich mische jetzt hier auch, das ist ja auch wirklich egal. Zucker, Rohrzucker oder weißen Zucker, was ihr mögt. Ein bisschen gemahlene Vanille habe ich mit bei. Dann haben wir normales Mehl. Stärke und ein bisschen Backpulver. Und die Backkuchenform habe ich schon mal mit Margarine ausgerieben und etwas Paniermehl reingemacht. Einfach so ein bisschen bewegt, dann klebt der nicht so stark. Ne? Ja, dann geht's schon los. Die Margarine, die sollte weiß sein oder Butter. Zucker und Vanillezucker schon und Vanille mit hinein. Einmal durchrühren. Eier hinzu. Ne? So null drauf, ne? Das sind Bio-Eier. Die empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr Eier verwendet, sollte das schon Bio sein. Durchschlagen, das reicht schon. Dann ist es halt ganz wichtig, dass wir das Backpulver und das Mehl rühren. Ich mische das jetzt auch durch, auch die Stärke drunter, das ist dann nicht so. Ist einfach egal, ne? Wichtig ist immer Backpulver. Sonst geht es einfach nicht auf. Sonst wird auch nichts, ne? Langsam einfließen lassen. Bei vegan wäre es halt so gewesen, ihr hättet das Sojamehl einfach mit reingemacht ins Mehl und hättet halt ein bisschen Wasser dazu gegeben. Ne? Wasser zu. Oder Sojamilch, ne? Anstatt Wasser, wäre auch gegangen. So, einmal kräftig durchgeschlagen, haben wir es schon. Diese Rührkuchenrezepte, die sind ja wirklich immer sehr, sehr schnell. Gemacht und dennoch total lecker. Ich hätte auch gerne draußen gedreht, aber naja, mit dem Sommer irgendwie wird das ja nichts mehr dieses Jahr anscheinend. So, komm mal. So, ein bisschen verstreichen. Das sind solchen, ja, so Wellenbewegungen, wie soll man das anders nennen, geht es eigentlich am besten. Ein Stück läuft der Kuchen sicher auch gleich zurecht, das muss jetzt nicht so ganz akkurat sein. So, nichts verschenken. Mal rüber, müssten was haben. Dann den Rhabarber erstmal schälen, dafür das Ende abschneiden und einzeln hochziehen, hier ranziehen. Für
finde immer diese rote, wenn man die im Garten hat, ist es egal, dann nehmt ihr, was ihr habt. Wenn ihr ihn extra kaufen müsst, dann nehmt ihr am Ende, je roter er ist, je süßer ist er. Tolles Gewächs. Gut, die schneiden wir dir einfach ein Stückchen und legt das schön so rein. Ne? Ich schneide den jetzt mal alle vor, blenden mal einen Moment aus, dauert das zu lange. Ne? Ja, jetzt geht er für eine halbe Stunde bei 200 Grad in den Backofen. Ja, der Kuchen war genau die halbe Stunde drin. Backofen vorgeheizt, ist immer ganz wichtig. Dann nehmen wir nochmal schön Puderzucker. Ja, ein bisschen klumpig hier. Ruhig reichlich Puderzucker, der Rhabarber ist ja doch recht sauer immer. Dann kommt ein bisschen was ab. So. Fertig, ist ein schneller Kuchen für Sonntagsmittags. Das ist super lecker, ne? Hält sich auch ein, zwei Tage, kein Thema. Bon Appetit, wünsche euch euer Bier. Ja, ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Hier links könnt ihr mich abonnieren. Dann geht es gleich zum YouTube-Channel. Unter mir, dann seht ihr die ganzen Sachen wie Facebook, Pinterest, Twitter oder Google Plus, jeweils / der Biokoch. Und meine Empfehlung zum Beispiel für heute wäre Vanilleeis. Das läuft hier gleich unten an im Video, links unten. Das würde auch zum Kuchen ganz gut passen, gerade wenn er noch so ein bisschen warm ist.